haben sich ja jede der Brauereien auf eine andere Art und Weise sehr angestrengt, sehr Mühe gegeben, diesen komplexen Geschmack zu erzeugen, wie jedes dieser Biere mitbringt, die wir jetzt hier haben. Wollen wir noch mal kurz durch und einfach erklären, einem braunkundigen Menschen erklären, wie es dazu kommt, dass die Biere so schmecken, wie die schmecken. Hier, das ist wahrscheinlich noch am einfachsten. Ja, eben ist wie vorhin ein Lagerbier. Es ist ein Spezialbier, es hat ein bisschen mehr Bitterkeit und ein bisschen mehr Hopfenaroma. Es ist ein deutsches Bier, es hat nur Nobelhopfen, das schmeckt man. Nicht sehr super fruchtig oder so, aber trotzdem schön rund. Sehr gut trinkbar. Hier müsste ich fast Emil dann mal noch fragen, aber Wheat Ale bedeutet, frage ich den Bauer. Indem nicht nur Gersten, sondern auch Weizenmalz mit. Und E ist es wegen der E-Hefe. Richtig, ist was Obergäriges. Alles klar. Und jetzt wird es dann schon komplexer. Bei Martin handelt es sich um ein Sauerbier. Ja, genau. Es ist. Also. Sie nennen es Danish Wild Ale. Es ist ein Wild Ale. Also. Ich kann aber jetzt nicht genau die Details beschreiben, weil ich weiß noch zu wenig über das Bier. Wir können davon ausgehen, vielleicht war es im Kühlschiff, keine Ahnung, könnte sein. Ist möglich bei Bahn, dass sie das im Kühlschiff hatten, dass sie das zuerst, also die Würze, nach dem Brauen die Würze zuerst in ein großes Kühlschiff, sagt man dem, das ist eine große Wanne, an der offenen Luft. An die offene Luft stellen und das Bier dann abkühlen lassen. Und über Nacht sammelt sich natürlich an der Würze, die noch keine Hefe hat zum Verkehren, kommen die wilden Hefen aus der, und Bakterien aus der Umgebungsluft kommen dazu und verleihen natürlich dem Bier dann auch das gewisse Funky, der Flavor, den es gibt. Es gibt vielleicht Betanomyzen, die dazukommen. Es gibt sicher gewisse Bakterien. Das kann laktisch sein, das kann eine Essigsäure sein. Kommen dazu und machen dann ihr Ding. Und bei diesem Bier ist natürlich. Ja, auch bei Daniel ist der Einsatz von viel Frucht dann noch maßgebend. Also da wird mit Frucht, da kommt relativ viel rein, auch bei diesem Bier sicher, damit dann diese banierten Pfirsich, dass die rote Pfirsich da das Flavor durchdringen kann. Wahrscheinlich dann auch von der wilden Kühlschiff-Fermentation bis zu einem Barrel-Aging vielleicht mit Frucht und dann nochmal einen sekundären Fermentationsprozess in der Flasche, verschiedene Teilschritte, die auch sehr viel Zeit benötigen. Ja, kann alles sein. Ich denke generell, die Biere sind sicher im Fass gewesen. Das Fass hat natürlich auch wieder seine eigene Kulturen für das Sauerbier und dann später kommt dann die Frucht dazu. Die Frucht kommt erst am Schluss bei einer, das kann dann ein weiterer Verkehrsschritt sein und wenn die Frucht dazu kommt, dann dauert das in der Regel auch nochmal eine ganze Weile. Man lässt die Frucht lange mit dem Bier zusammen, damit auch diese Zucker dann noch umgewandelt werden können und natürlich die Aromen ins Bier übergehen. Ist natürlich schon ein Feature dieser wilden Fermentation, dass durch die Breite der Mikroorganismen auch ein sehr breites Spektrum von Sachen, vielleicht längere Prozesse stattfinden, diese aber auch kompletter entfermentieren, entvergären. Auf jeden Fall, ja. Es ist auch eine hohe Kunst, denke ich, weil bei den Sauerbieren, wie es jetzt auch Mikro macht in diesem Bereich, und das ist eigentlich, sage ich mal, ist das Brauen des Biers ist nicht mehr so wichtig wie das Blenden. Also
Wir sprechen hier meistens also das sind eigentlich Blender, die dann das Bier wirklich so machen, dass es wieder passt, dass es harmonisch ist, dass es stimmig ist. Und also in extrem. Also, ja, genau. Ja. Natürlich ist es auch ein Brauer, der das macht, aber er ist eigentlich ein Master Blender eher. Also er ist eher für das, ist er mehr angesehen, sag ich. Das ist auch bei den belgischen Brauereien, ist es auch so, dass der Blender sehr oft natürlich höher angesehen wird als ein einfacher Brauer. Also für dich, der ja trainiert hat, nicht zuletzt auch erfolgreich trainiert hat für die Weltmeisterschaft, schlussendlich eine enorm sensorische Herausforderung, richtig Außerblasen machen zu können, eines der komplexesten Themen. Wenn wir jetzt von Bier ausgehen, wo eine enorme Tradition besteht. Stimmt. Also Jérôme, der ja Onologe ist, auch greift sicher sehr auf dieses Wissen zurück als Onologe, wenn er die Außerblasen macht, seines Branchiers. Und so die Leute, die ihn kennen, sagen mir, da gibt es wenig Leute, die so differenziert und schnell und aber auch entscheidungsfreudig Außerblasen machen können. Weil man da ja schon so ein bisschen wie Schachspielen Eigenschaften antizipieren muss, die in Kombination von Aromen dann entstehen oder sich zurückbilden. Ja, bestimmt. Ja.